Hi Leute, Desano hier und willkommen zu einer neuen Folge von Hardcore Desano. Wie viele Meter kann er machen, ohne an einem Stein hängen zu bleiben und den Charakter zu verlieren? Erst viel Spaß dabei. Ja, mir geht's gut. Und dir selbst? Ja, mir geht's auch gut. Danke dir. Mokabube hatte ja schon Wetten entgegengenommen. Er sagt, Viewpoint ist bei mir Ende. Ja. Okay. Okay. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass es nicht so ist wie auf dem PTS irgendwo, man jeden Modifier über die drei Aufgaben bekommen könnte, sondern dass die drei aktiven nur über die Season Journey erspielbar sind. Ja, dann ist ja so, Screw. Die aktiven kriegst du nur über die Journey. Die passiven kriegst du nur über die Prioritätsziele. Ne? Also, das ist schon... Das steht schon fest. Da wird auf jeden Fall so bleiben. Hab ja auch erklärt, warum, wenn man eventuell nicht drauf achtet. Ach so. Ja? Und Corinio war auch sehr fies neulich. Er meinte, man müsste immer 10-mal zusammenspielen. Und dann würde er einen Hand da rufen und dann aus der Gruppe springen. Ah, kein Disconnect. Die haben schon den AC-Mord geplant und alle im Chat haben mitgemacht und Ideen geliefert. Okay. Ihr kommt nur auf Ideen. Sag das nicht so laut, wir kennen die Herrschaften. Ja, aber zumindest stand jetzt, Crew, gell? Zumindest stand jetzt. Gucken wir mal. Sag das nicht so laut, ja, achso, ja. Also ich kann von der Behauptung auch, also ich, hab da gar nichts mitbekommen, ne? Also. Ich halte mich aber da auch bedeckt. Ich glaube, das wäre kein gutes Karma für mein HC. Aber Pio hat am Ende recht behalten, dass sie es auch alleine hinbekommen mit dem Sterben. Ja, schon ein bisschen fies, gell? Aber, ja, manchmal kommt man einfach nicht drum rum. Schon wieder. Achso, warum kriege ich die exakt gleichen Items? Nur, eine höhere Stufe gedroppt. Wird faul. Endlich mal wieder die Mülleimer nach guten Loot checken. Lemurblatt, guten Abend. Na, wie geht's dir? Christine, vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Vielen Dank, Leute.
endlich mal wieder nach Loot gucken, gell? Die MP7 hole ich. Die hole ich mit. Die nehme ich mit. Die LMG-Schützen sind immer assi. Aber mit 40 Schuss im Magazin direkt Standard ist die MP7 natürlich absoluter Killer, gell? Wenn du möchtest, ich bin donnerstags und freitags frei. Ich ab von Samstag bis Mittwoch Nachtschicht. Können wir mal zusammen zocken? Würde mich freuen. Mein Clan wird sich freuen. Ich bin tatsächlich nächste Woche im Urlaub und dann generell, wie gesagt, einfach immer mal anschreiben oder gucken, wenn ich jetzt nicht so was Besonderes mache, wie jetzt hier in den Streams, auch immer gern im Stream mal reinkommen und zusammen daddeln. Weil es ist halt zeittechnisch immer recht schwierig, wenn ich nicht gerade live bin, ne? Aber wenn sich irgendwann was ergibt, natürlich. Mir geht's ganz gut. Hab auch einen HC angefangen. Okay. Wie weit bist du? Level 10, okay. Aber ist auch gut voraus. Habt ihr eigentlich viel der Nebenmissionen mitgenommen oder seid ihr auch nur stracks erstmal den Hauptmissionen gefolgt? Haut mal raus, wie ihr das angegangen seid. Reds und na Abend, ich bin nach 5 Stunden raus aus Division 2, da kann ich ja nicht zugucken. Ja, das stimmt wohl. Hast du immer Bestimmtes gemacht? Mission gemacht bis Campus, Schloss, Schloss und so weiter frei, dann die ganzen Nebeneinsätze gemacht, okay. Wenn ich mich da vielleicht das nächste Mal drum. Nächste Mal drum bemühen oder können. Vielleicht mal gucken, ob wir wenigstens schon mal ein paar annehmen und so.
Oh! Ach, der kam unten raus. Okay. Es poppt immer wieder so im Hinterkopf auf. Alter, ein bisschen musst du aufpassen schon, ne? Da stehst du nicht mehr auf. Es poppt immer mal so ganz kurz und sagt, hi Daniel. Bisschen vorsichtiger. Dritten Charakter, nachdem ich gestern dein Video für die neue Season gesehen habe. Ah, freut mich. Danke dafür. Die Werkbank wird ein kniffliges Ding. Erweiterung dann auf 40 kostet 64.000 Credits. Okay. Na gut, das ist ordentlich. Danke dir, ich wünsche dir einen schönen Abend und bleib uns gesund. Ja, danke dir, Gecko. Du auch. Ich denke schon, wenn du zeitlich bei allem passt. Achso. Okay. Oder Lexi, oder hab ich nicht recht? So ein bisschen, aber das ist wie der Urinstinkt in einem Tier. Ne? Den kriegst du halt nicht einfach mal so raus. Da wird halt schwierig. That must have been Wade. Would have been nice to bag him, but he's not your primary objective. Get to the TV studio and get these guys off the air for good. Ah, kommt drauf. Das Gute ist, ich habe die Ich habe immer die Gegnerdichte und die Stärke der Gegner im Kopf von den heroischen Missionen und so, ne? Oh, Alter. Nee, nee, du umkurfst mich nicht. Von oben ist Assi. Genau, ich spiele mein HC einfach genauso, wie ich auch im Abstieg spiele. Läuft 1A. Ja, sehr schön. So, mein Lieber, ich bin im Lurk. Schmeiß auch nochmal die Dattelkiste an. Ich wünsche euch einen ganz schönen Urlaub und erholt euch gut. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ich kann auch noch bis 8, kurz vor 8 kann ich auch noch. Dann muss ich mit dem Hündchen raus und dann noch ein bisschen was vorbereiten. Dann schmeiß ich eben, wenn du noch ein bisschen streamst, schmeiß ich eh alle zu dir rüber. Dann soll das passen, aber ja, ich freue mich wirklich auf Moin. Wird echt Zeit. So, das hier wird jetzt,
So. Das hier ist natürlich jetzt so die erste, wo du dir denkst, boah, jetzt hat EMP Jammer. Wenn du jetzt hinfällst, da funktioniert der Hive nicht, ne? Dann heißt das hier, da musst du echt ehrlich aufpassen. Ja, das wird lustig. Okay. Aber wir scheuen uns ja von nichts, gell? Ja, dann hier ist echt bitter. Mir krautet ein bisschen von dem Black Tusk, ne? Erwischt. Nein. Sowas möchte ich gar nicht hören. So. Einer noch. Da. Kann nicht riskieren, ob mein Hive nicht geht. Okay. Once we get the radio mast repaired and operational, we can extend the reach of our own broadcasts. Dassel Baxter, alles fit, na? Wie geht's dir? Nee, nur wegen der Rüstung zerstöre ich mir. Okay, ich verliere den Rang, aber die Fenris muss ich mitnehmen. Super 90 hole ich auch mit. So, nächste Fähigkeit brauchen wir nicht, aber dann haben wir es gesagt, wir nehmen die Nebeneinsätze mit, ne? Dann fangen wir auch in Downtown East an. Aber die Siedlung. System, the theater is going to be able to put better, fresher food on the table. That ought to make the residents happier and healthier. Ich hoffe, dass im Brooklyn DLC auch schön was drin ist, Nebeneinsätze. Und ich hoffe, dass das so, dass die ein bisschen anders angehen, die Nebensätze, nicht so 0815 machen und dass die einen Wiederspielwert haben und so. Das würde ich mir wünschen.
So. Gucken wir mal. Okay. Fangen wir hier unten an. So. Screw, wie sieht es eigentlich mit dem Plan so LP-mäßig mit einem neuen Char reinstarten? Achso. Der Plan ist definitiv da, Screw, ne? Und ich werde aber, weil ich davon ausgehe, dass wenn du dir einen Level 1 Charakter erstellst, wenn die neue Season jetzt beginnt, ne? Dass das nicht mehr so funktioniert, wie die es sich angedacht haben. Weil normalerweise hättest du ja da schon die Kampagne überspringen können und hättest dann nur über den Stuff, den es zu tun gibt, gelevelt. Aber das ist ja nicht der Fall, wenn du mit einem Level 1 Charakter wie jetzt hier anfängst bei Hardcore. Da musst du halt die Story spielen, ne? Du kannst halt bis zur New York Kampagne boosten und so, aber du müsstest halt normal spielen. Deswegen, meine Idee war, das eigentlich mit dem Level 1 Charakter zu machen, weil dir geht ja nichts verloren, ne, auf dem Main Char. Aber der Level 1 Char wird es wohl schlussendlich nicht werden. Ich werde wohl mit einem geboosteten Level 31 Charakter starten. Um einfach ein bisschen ein anderes Spielgefühl zu haben und einfach ein bisschen zu gucken, wie es hätte aussehen können, ohne dass mir irgendwie ich mir irgendwie ein Handicap reinballer. Weil ich mit einem kleineren Charakter spiele, ne? Alter, die gibt's. Alter. Die lädt ja wie bekloppt. Komm her. Guck, guck, du kleinen Klamm. Moin Bernd, na? Geht's dir mal lieber? Die Nachschublieferung nehme ich schon mal mit, ey. Wei, wo kommt der her? Supply drop claimed. Wir haben das doch immer wieder mal am Start, wenn er Zeit hat. Ach komm, der kann man da. Kann man da hinten, ich gehe die Dingens hin. Namens Speedy. Doch, die ganze Zeit nebenher, Speedy. Nur nicht im Stream. So. Na komm, zieh durch. Was gibt's denn? Also ab nächster Season, Bernd, hast du auf jeden Fall mal eine andere Art und Weise, wie die Seasons funktionieren und hast ein bisschen
eine andere Struktur drin, was auf jeden Fall schon mal mehr Bock macht. Aber so richtig interessant für uns alte Hasen wird es halt mit dem DLC, ne? Das steht außer Frage. Bis dahin spielst du halt den Kram, den du so schon kennst, halt unter einem anderen Deckmantel. Was doch schon definitiv mal was anderes ist als die letzten Jahre. Ne, zum Glück, aber wie gesagt, das DLC muss halt wirklich her. Sind tatsächlich nicht mehr so lang. Wenn man im Frühjahr. The cache is a built-in locator. I've got a read on his position. Looks like it's somewhere below you. Ja. Gib her die Coke. Es wird damit Coke direkt als Nahrung abgestempelt und nicht als Wasserressource. Oh, blind. Hat es sich jemals gelohnt aufzuhören? Das ist doch die Frage. Nee. Bin froh, dass ich immer durchgezogen habe, tatsächlich. Mit Pausen, ganz klar. Aber ich war immer so AFK oder Semi-AFK dabei, gell? Gute Venom! Aber das ist halt, bevor man komplett ausgebrannt wird vom Game, wenn man jetzt wirklich schon jahrelang dabei ist, ne? Bevor man wirklich ausgebrannt wird, dann sollte man lieber eine schöpferische Pause einlegen und einfach abwarten, bis was Neues kommt. Ist das Beste, was du machen kannst. Dann gehst du noch mit einer ganz anderen Motivation und so weit wieder ran. Das ist dann voll okay. Oder? Ja, beruhigt euch. Mir fehlt ein zweiter Fertigkeitenrang, ne? Den nehme ich mit, scheiße, 5-11. Gute 5-11er, kann ich im Shoot geben. Mein erster HC überhaupt lebt noch. Ja, dann drück mal die Daumen, dass ich dann hochpacke. Hab mir einen neuen Spiritbomb gebaut, 40er Pits in knapp 3 Minuten. 40er Pits. Ja, das ist doch voll okay. Ich habe umgeschwenkt auf einen Jäger tatsächlich, Speedy, weil mir der Spiritbomb ist mir zu langweilig. Tatsächlich. Der ist viel zu OP, absolut imbar. Und der Spielstil von den Builds gefällt mir nicht. Ich hab den Jäger wieder erstellt. Macht den schön im Rapid-Fire-Build. Macht richtig Bock. Na komm. Niemals. Man hat sie jetzt auch als Level 9. Hast du deswegen schon 9-monatige Pause im Spiel eingelegt. Und nun spiele ich seit 2 Monaten wieder aktiv. Ja, wie gesagt, genau. Und das kann ich halt absolut verstehen und das würde ich halt jedem auch raten. Ne? Ohne Scheiß. Das würde ich wirklich jedem raten. Weil das ist halt eine schwierige Zeit. Ne? Ist, jeder will das beste Fit-Game. Jeder reagiert anders auf den das Chaos, was Massive da veranstaltet. Immer wieder mal. Aber es gibt halt nur 2 Optionen. Entweder man versucht das so nüchtern zu sehen wie möglich und nimmt das mit, worauf man so gerade Bock hat. Oder man macht eine Pause und sagt, hier, ich guck irgendwann mal rein, ne? Oder so. Wisst ihr, was ich meine? Erste Blaupause. Mega nice.
So. Die gehen wir tatsächlich gerade einlösen. Die lösen wir ein. Die will ich bauen, damit wir wenigstens ein bisschen was haben. OP, diese Geschichte ist frei erfunden, genau. Blizzard ist schlimm, Messim ist Katastrophe. Ja, die können sich beide die Hand geben. Die haben doch im, die haben doch ein Abkommen miteinander. Sag dir. Ach Scheiße! Ich hab mal vergessen, klar. Das Ganze befindet sich ja noch im Aufbau, gell? Hey, du sollst ja nicht putzen, du sollst die Crafting-Station aufbauen. Scheiße! Okay. Warning. You are now entering the contaminated area. Da war ja was. Da war ja was. Motor! Vielen Dank auf Twitch auch, mein Lieber. Vielen Dank. Ja gut, das hab ich doch total vergessen. Klar, ne? Wir bauen ja erst das weiße Haus auf. Ja. Okay. So, und das war's mit dem aktuellen Part der Hardcore-Reihe. Wir sehen uns im nächsten Video oder auch nicht, je nachdem, ob der Charakter überlebt hat.